Hey Leute, was geht? Prunz, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 20. Und heute gibt es mal wieder eure und meine Weekend League Rewards. Wir haben im Stream insgesamt von 6 Top 100 Spielern die Packs aufgemacht. Und was da so drin war, war geisteskrank. Ihr seht es gleich, da waren teilweise mehrere 99er in einem Set. Absolut heftig. Ganz am Ende gibt es auch noch meine Weekend League Belohnungen. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt gerne in der Videobeschreibung alle Top 100 Spieler ab, die im Stream ihre Rewards geöffnet haben. Wenn ihr den YouTube-Kanal von mir noch nicht abonniert habt, macht das auch gerne. Und jetzt viel Spaß mit diesen geisteskranken Packs zum Best of Team of the Season. Okay, Platz 78 der Welt hat Yannick geholt. Top 100 zum besten Zeitpunkt überhaupt, zu den besten Rewards, hoffe ich jetzt einfach mal. Es kann auch schief gehen, wenn man die 11 schlechtesten zieht, aber das will man für niemanden hoffen. Und sobald es nicht die 11 schlechtesten sind, ist zumindest ein Geisteskranker sicher dabei. Deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass er was Gutes bekommt. Er hat mir eben schon ein Bild von den Rewards von seinem Bruder gesendet. Sein Bruder hat Elite 3 geholt und hatte dort im Dreier Tots, seit Cristiano Ronaldo Tots. Eigentlich muss er ja für Top 100 jetzt noch irgendwas Krankes ziehen. Der muss jetzt eigentlich Ronaldo und Messi bekommen. Erster Player-Pick ist schon mal gut. David gönnt er sich. Die Karte von dem sieht geisteskrank aus. Ich habe den vorher aber noch nie gesehen. Okay. Weiter geht's. Jetzt wird's besser nochmal. Jetzt kommt ein 96er Minimum. Okay. Ist schon mal nochmal eine bessere Wahl als gerade. Jetzt nochmal toppen. Jetzt ein 99er oder 98er. Ich will nicht übertreiben. 98 reicht. Oh, 97 wieder. Benzema. Aber es fehlt noch dieser Millionenspieler. Das wäre jetzt ein Traum. Player Picks hätten sogar schlimmer ausfallen können, sind jetzt aber auch nicht gut. Für Top 100 muss man sagen, ja okay, wäre ich insgesamt doch schon unzufrieden. Aber das Wichtige sind auch die Tradable-Spieler gleich, die man verkaufen kann, die roten. Let's go, 100k-Pack kommt. Vielleicht gönnen die 100k-Packs sogar schon mal mehr als die Player Picks. Walkout, aber wer kann das jetzt Cooles sein? ZDM. Brasilien? Als ob nochmal Brasilien kommt, als ob Brasilien, ZDM Brasilien kommt. Das war gerade einer der lostesten Momente, die ich jemals hatte. Aber ich wollte Real sagen, nicht Brasilien. Ich wollte eigentlich Real Madrid sagen. Okay, das erste Elber Tots Set, das wird zum Best of Tots sehen. Das wird scheppern. Außer es kommt die Spanien-Flagge. Dann habe ich keinen Bock mehr. Komm schon. Oh, rechter Flügel. Oh, Lionel Messi. Was ein Start, Digga. Was ein Start. Erster mit Top 100 Rewards hier. Und er zieht direkt Lionel Messi. Deswegen sagt man, das ist das beste Tots. Das ist das Tots, zu dem man die Top 100 erreichen soll. Zu dem man gute Ränge haben soll. Dann zieht man auch kranke Sachen. Ich habe es bei den Player Picks gesagt. Scheiß auf die Player Picks. Hier geht's ab. Hier im Elfer Top-Set kommen die kranken Sachen und es kommt Lionel Messi, Team of the Season. Benzema, Luis Alberto, Sancho. Oi, oi, oi. Ja, sehr interessantes Set. Und sein Bruder zieht eben 99er Ronaldo, er zieht jetzt 99er Messi. Was geht da ab? Einfach beide werden dort in der Familie gezogen. Geisteskrank, ey. So, wir sehen seinen Rang, Platz 38 der Welt. Kubi hat auf jeden Fall rasiert diese Weekend League. Der hat gut rasiert. So, mal gucken, ob er belohnt wird für seine Leistung. Ich hoffe es auf jeden Fall. Kubi ist ein richtig korrekter Typ, guter Kollege von mir. Oh mein Gott, mein PC hängt, Hilfe. Oh mein Gott, mein PC ist echt so müde. Zweiter Pick, er kann nur besser werden. Oder es kommt nochmal genau das gleiche, oder? Stellt euch vor, er nimmt jetzt zum dritten Mal Immobile. Der hat ihn eben schon als Duplikat gehabt, hat ihn nochmal genommen. Diesmal wird ein anderer genommen. Diesmal kommt Trent. Pick Nummer 3. Lang nicht mehr gesehen, den guten Luis Alberto. Nun ist er wieder am Start. Es wird aber Hummels genommen. Diese Player-Picks bei den Top 100 Spielern immer, ne? Noch nie. Haben wir überhaupt während des gesamten Tots einen guten Player-Pick bei einem Top-100-Spieler gesehen? Ich glaube nicht.
Ich kann mich ja nur wiederholen, ist am Ende egal, wenn die Elber-Tod-Sets krank sind, das ist das Wichtige. Aber Player-Picks kriegt man als Top-100-Spieler keine guten. Ich kenne Kubi, den Pick wird er wahrscheinlich seine Freundin aufmachen lassen und die hat immer krank Pack, lang die Ult bei Gold 3. Manchmal so ein Mbappé-Tots und sowas, aber heute nicht, heute nicht. Schade, Kubi. Schade. Zieh was. Zieh irgendwas Cooles. Die 83er. Kein Walkout. Okay, also die Player-Picks haben ihn schon geflaxt, ne? Aber diese ganzen 100k-Packs und so, die haben jetzt noch mehr geflaxt. Hier ist sogar Pizzi der Beste gefühlt. Was passiert hier gerade auf seinem Account? Dein Account ist verflucht oder so. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Elber-Tots-Pack gerade. Vorhin haben viele mit Messi richtig gelegen. Was glaubt ihr diesmal? Vielleicht Ronaldo, vielleicht De Bruyne, vielleicht läuft es aber auch kacke und es kommt Luis Alberto. Ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe, es ist nicer, bitte, Mann. Neymar würde ich krank finden. Mbappé auch, wenn ja, ich würde vieles krank finden. Komm schon. Van Dijk! 99er Van Dijk ist am Start! Das ist auch sick. 99er auf jeden Fall. Boah, diese Elber-Tots-Packs, die haben ja fast 99er Garantie oder was man muss sagen. Von den 99ern ist ja, glaube ich, der am wenigsten wert. So, die Animation ist durch. Was sagen die anderen Spieler? Messi! Van Dijk und Messi! Van Dijk und Messi in einem Set, 299er! Das ist ein okay, das ist ein Leben, Digga, das ist ein Leben. Die Leute, die wieder Messi im Chat geschrieben haben, hatten schon wieder recht. Van Dijk und Messi in einem Set. Oh shit. Der Rest ist egal, scheiß drauf, 299er. Boah, Kubi. Doch nicht schade, Kubi. Glückwunsch, Kubi. Okay, Dietmir, Platz 7 der Welt. Sogar in der Top 10. Von allen Spielern, die die Weekend League gezockt haben, wenn es dafür jetzt keine guten Belohnungen gibt, in den Player Picks weiß ich auch nicht. Dass es Elver Tots Pack gönnt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dadurch, dass bei jedem das Elver Tots Pack gegönnt hat. Aber die Player Picks dürfen auch mal gönnen. Einmal kurz. No Look. Alles klar. Mats Hummels einfach als Bester. Was ist das für ein Skandal? Come on. Da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Komm. Wieder Mats Hummels als Bester. Ey, diese Player-Picks sind für Top 100-Spieler wirklich kompletter Quatsch. Da weiß man gar nicht, was man mitnehmen soll, so. Weil irgendwie alles Quatsch ist. Zu krass. Das Handy Patrick will öffnen. Okay, ja, gleich. Machen wir kurz VIP-Chat. Jo. Wir machen kurz VIP-Chat ran, weil irgendwie YouTube gerade kranke Probleme hat. Luis Alberto hat das schon. Wir sind Top 100 Player Picks, ich will da gar nichts zu sagen. Und Streamern auch so. Echt ein bisschen komisch. Wir sind kurz mal VIP-Chat. Selbst das dauert 5 Minuten, YouTube, ey. What is happening? YouTube manchmal fast so kurios wie EA. Und wie die Top 100 Picks. Egal. Egal, wir fokussieren uns wieder auf das Elber-Tots-Pack. Skandal. Das ist zu krass. Ich weiß ja jetzt auch, ich rede hier die ganze Zeit mit welchen, die vor 10 Minuten geschrieben haben. So, ich antworte jetzt die ganze Zeit auf Sachen, die ihr eigentlich schon vor 10 Minuten in den Chat geschrieben habt, weil der Chat gerade hinterher hängt. Das irritiert mich gerade wild. Und währenddessen sehen wir hier einen Verratti im 100k-Pack. Immerhin ein Walkout, ne? Sieht man nicht immer in 100k-Packs. Ich schreibe mal jetzt in den Chat, Prunes ist der Beste. Mal gucken, wann das ankommt. Guck mal, das kommt gar nicht. Skandal, Tots. Aber immerhin ein Tots. Eigentlich weiß man bei vielen Flaggen schon direkt, wer es ist. Komm schon. Oh, Cristiano Ronaldo, Tots! Let's go! Diese Tots haben einfach diese Packs haben einfach eine 99er Garantie, Digga. Eine Garantie. Wie gut sind diese Packs? Wie gut sind diese Elber Tots Packs? Jetzt haben wir alle schon dabei gehabt, Digga. Come on. De Bruyne! Lewandowski! 3,99er! Was? Das wird immer krasser, Von Back zu Back wird es einfach krasser. Ronaldo, Lewandowski und De Bruyne.
So, wir sind beim Bochum E-Sportler. Mama, ohne Ton. Wir sind beim Bochum E-Sportler Trigger drin. Ihr habt es gerade gesehen, Platz 14. Das Gute kommt spätestens gleich im Elber Top Set. Und vielleicht schafft es ja sogar der Erste zu sein, der gute Player Picks hat. Zweiter Pick. Das sind die üblichen Verdächtigen. Das sind irgendwie jedes Mal dieselben, die man bekommt. Nicht einmal irgendjemand anderes. Komisch. Kimmich und Henderson aber an sich nicht schlecht. Immobile kommt nochmal. Trend, Oblak. Das sind halt diese Mittelguten, ne? Man kann nicht sagen, dass die komplett kacke sind, aber die sind halt auch nicht wirklich gut. Nächster Pick. Egal, wir warten auf das Elber Top Set. Das wird am Ende eh wieder retten. Ab geht's. Luis Alberto nochmal. Ey, egal. Egal. Ich brauche da, glaube ich, nichts zu sagen. Wir wissen genau. Richtige Bananenköpfe. Man merkt direkt, Auge wirkt nicht. Oblak. Oha! In einem 35k-Pack zieht er. Oder was war es für ein Set? Das war kein gutes Pack. Maximal ein 50k-Pack. Zieht er einfach einen 96er Tots. Und noch einen zweiten Tots. Im 50k-Pack zwei Tots. Okay, okay. Krank. Ich wollte gerade sagen, wenn das 50k-Pack schon so gönnt, dann kann es nur so weitergehen. Das ist aber ein mieser Tots jetzt. Aus dem Rest der Welt Tots K. Sacke. Wie spricht man den aus? Absolut keine Ahnung. Boah, ich dachte schon, hier wäre jetzt noch ein zweiter Tots drin. Aber Tots ist Tots. Und das 100k-Pack darf jetzt auch krank sein. Das ist eine Icon, oder? Das ist eine Icon. Das ist einfach eine Icon, Digga! Erstmal zwei Tots in einem 50k-Pack, dann Prime Hernandez in einem 100k-Pack. Was passiert hier? Diese normalen Packs, die eigentlich nie krank sind, und noch ein Tots. Und ein Walkout. Was sind das für normale Packs? Was ist das für 50k-Packs und 100k-Packs, die er hier hat? Das sind keine normalen Packs. Normalerweise sagen wir die ganze Zeit, dass man sich so 100k-Packs sowas gar nicht angucken muss, weil sowieso nichts Krasses kommt. Hier kommt einfach eine krasse Sache nach der anderen. Ist das wieder eine Icon? Habe ich mich verguckt gerade? Ich habe in diesem ganzen FIFA-Teil bei 30.000 Euro keine einzige Icon gezogen. Er zieht hier einfach direkt kurz zwei Icons so, als wäre das nix, als wäre das nix. Was sind das für Packs gerade bei ihm? Prime Moments sogar noch. Eben Prime, jetzt Prime Moments. Man of the Match auch noch, einfach weil es cool aussieht. Digga, what the fuck? Das ist nicht normal. Wie gesagt, das können die besten Rewards aller Zeiten werden, wenn jetzt das Elber Tot Set auch noch gönnt. Es ist Kevin De Bruyne, 2,4 Mio Minimum, und es ist wieder ein 99er. Diese Sets scheinen echt eine 99er Garantie zu haben, und De Bruyne ist ein nicer 99er. 3 Millionen ungefähr kostet der. Was ist da jetzt noch hinter? Mbappé einfach. Kylian Mbappé ist dahinter. Benzema ist dahinter. Egal, der hat gerade mit die besten Rewards gezogen. Mit allem drum und dran, die man eh gesehen hat. So, Rasek, Platz 25 der Welt. Sind auch 5 Player-Picks, glaube ich. Aber yay, darf uns aber auch gerne positiv überraschen. Okay. Komm schon. Egal, ich sag nix. Es wird nicht. Hä, was passiert denn jetzt mit der Übertragung? Lul. Das war ja gar richtig wild, aber es wird nicht besser, was die Picks angeht. Irgendwann muss er jetzt auch mal Hummels mitnehmen. Nee, er will unbedingt nicht Hummels mitnehmen, anscheinend. Und letzter Pick: 5 Tots, 2 Icons und so, und dann kommt Rasek. Und kriegt hier gar nichts wieder. Also die Player-Picks waren auch schon wieder schlecht, aber jetzt ist in den 100k-Packs auch Onana wieder so
gefühlt der Beste. Es muss was Gutes sein. Ich habe ehrlich ein bisschen Angst, dass es hier jetzt einen gibt, der irgendwann von EA hochgenommen wird. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Jo, Van Dijk ist am Start. Ein 99er ist mindestens drin. Aber ich glaube, Van Dijk ist der schlechteste 99er. Deswegen müssen wir hoffen, dass ein zweiter 99er oder ein 98er, wenn ja, der Name oder irgendwas dahinter ist. Das ist leider das schlechteste Ever-Tot-Set, was wir bisher heute gesehen haben. Sancho ist noch eine halbe Million wert. 2 Millionen oder so. Ein bisschen über 2 Millionen holt man, glaube ich, raus aus diesem Set. Aber im Vergleich ist es halt echt nicht so geil. Platz 43, auch in der Top 50, sind dann auch wieder 5 Player-Picks. Halt 5 Spieler, die man wahrscheinlich wegwerfen kann. Wäre cool, wenn nicht. Wäre cool, wenn Dylan Mike hier irgendwelche nicen Picks mal am Start hat. Der öffnet ja ehrlich gefühlt jede Woche seinen Top 100 Rewards bei uns und der hatte noch nicht so oft richtig Glück bei den Rewards. Deswegen, heute wird auf jeden Fall Zeit. Heute muss mal der Tag sein, wo kranke Sachen bei ihm kommen. Player Pick Nummer 1. Benzema, ja, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als das, was die meisten kriegen. Die meisten kriegen ja nur so solche Picks hier. Och man, EA. Komm, ich guck mal ein bisschen weg und schau dann gleich, was gekommen ist. Braucht man echt gar nicht hinschauen. Wahrscheinlich ist jetzt eine Wahl so mit Messi und Ronaldo mit beiden. Ich sehe das nicht mal. Luis Alberto, oh Mann. Jo, Immobile wird nochmal mitgenommen. Da ist keiner dabei, der jemals den Platz bei ihm betreten wird, glaube ich. Und der letzte Player-Pick auch nochmal auf schnelle Welle. Orsic, okay. Oder Anderson, ja. Dann haben wir alle. Oioioi. Ey, keiner bisher in einem Set, der ein Rating von über 84 hat bei den ganzen 100k-Packs und 50k-Packs, die er hier hatte. Das sind auch schon wieder fragwürdige Sets und es bleibt dabei. Nicht ein Walkout, nicht ein 85er oder so. Krank, krank. Also hier lege ich mich auch wieder fest, dass er verarscht wurde, wenn jetzt das Elvertot-Set nicht heftig ist. Das Elvertot-Pack geht auf. Bitte, nimm ihn nicht hoch, yay, bitte. Okay, es hat sich erledigt, er wurde nicht hochgenommen. Cristiano Ronaldo, Team of the Season. Scheiß auf den Rest, der bisher da war. Cristiano Ronaldo Tots. Zum zweiten heute. Zweimal Messi gesehen, zweimal Ronaldo gesehen, zwei Icons gesehen. Das ist einfach krank. Cristiano Ronaldo Tots. 3,5 Millionen Coins und jetzt ist wieder alles gut. Wer hier noch mit im Packschild, Mbappé ist noch mit dabei. Auch nochmal 3 Millionen, fast. Oha. 6,5 mit Sancho ist das Pack wert, mit den ganzen restlichen 7. Okay, der Stream ist zwar schon durch, aber wir gönnen uns noch die Platz 75 Weekend League Rewards von meinem Teampartner Sakul. Einfach, weil er immer Packluck hat. Also die Player-Picks waren hier auf dem Account auch wieder nichts. Ich gucke mir jetzt noch das Elvertot-Set hier an. Und ja, wenn was Gutes drin ist, schneide ich das noch mit ins Video rein. Wenn nichts Gutes drin ist, dann nicht. Also wenn es im Video ist, wisst ihr Bescheid, dass es gut war. Letzte Woche hat der Neymar Tots bekommen. Diese Woche kriegt der Cristiano Ronaldo Tots. Der Typ hat, glaube ich, zu jedem Tots den besten gezogen. Der hatte De Bruyne Tots beim ersten Totti. Beim ersten Tots. Dann hatte er Lewandowski Tots beim Bundesliga Tots. Er hatte Neymar Tots jetzt letzte Woche. Jetzt hat er Cristiano Ronaldo Tots. Ich weiß nicht, ob er auch Messi oder so noch zwischendurch gezogen hat. Kann sogar auch gut sein. Jetzt bin ich gespannt, was hier hinter ist. Da kann immer noch alles hinter sein. Messi Tots oder jeder andere. Jeder, der teuer ist, kann ja noch am Start sein. Aber wie viele heute einfach Ronaldo gezogen haben. 3 Stück. Top 100 Spieler werden endlich mal belohnt. Oh, Ben Yedder! Was? Als ich Luis Alberto gesehen habe, habe ich schon abgeschlossen. Er freut sich auch richtig. Ronaldo und Ben Yedder. Ronaldo 3,5, Ben Yedder 4 Millionen oder so. Sancho eine halbe Million, 8 Millionen, 8,5 Millionen ist das Pack wert. Er hatte sogar jetzt das beste Elvertot-Pack des Tages. Er hat richtig Münzen gemacht. Best of Tots Spiel am 1-2. Luis Alberto hätte auf jeden Fall auch wieder am Start sein.
zu krass. So. Oh, what? What? Pack ein, Bruder, pack ein. Bei Gold 3 beschwert man sich nicht, wenn man einen 98er Mané als Player-Pick hat. Jetzt einfach nochmal neben Mané einen Kranken kriegen. Oh, what? Chill mal. Was, was, was? Gold 3, De Bruyne und Mané. Gemeinheit. Keiner hatte bisher was Gutes. Wir haben noch 10 Accounts. Wir gehen bei ihm rauf. Er hat das ganze Glück für sich alleine einfach. Nur für sich alleine. Wir kommen zu meinen Rewards. Elite 1. Mal gucken, was ich dafür bekomme. Weil die Player Picks kann man eigentlich skippen. Nein, nein, wir gucken kurz rein, was die Player Picks sagen. Player Pick Nummer 1 ist Kimmich, den ich mitnehme. Ist jetzt kein überraschender Spieler dabei bei dieser Auswahl. Player Pick Nummer 2 nehme ich Carvajal mit. Und jetzt vielleicht mal ein 98 oder so. Irgendwas, was ich für meine Startelf nutzen kann. Bitte. Nee, 96er Immobile. Die Player Picks sind genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Passt. Darf ich auch meine erste Icon vielleicht in diesem FIFA ziehen oder so? Na, ich darf einen Man of the Match ziehen. Deutschen Linksverteidiger von Augsburg. Das ist Max. Jo, 86er Rating, Max. Was kostet der? 15.000. Wenn es gut läuft, 15.000. Ach du Scheiße. Das heißt, EA, wenn ihr wollt, dass ich 500 Euro wieder verlos, dann wisst ihr, welche Flagge ich hier sehen muss. Nämlich die Portugal-Flagge. Komm schon. Okay, Oblak. Scheiße. Das waren 96, aber der kostet halt absolut gar nichts. Der ist schon auf Player-Pick-Niveau leider. Trend kostet 100. Ah, ja. Okay, 200k. Richtig traurig. Machen wir das andere 3er-Tot-Set auf. Lass das bitte besser sein. Bitte, bitte, bitte. Ich hatte so Hoffnung, diese 3er-Tot-Sets. Und dieses eine Pack hat mich schon so sehr rasiert, dass die Hoffnung fast wieder weg ist. Aber. Scheiße. Mit den beiden Packs, keine Ahnung, 300k oder so gemacht. Scheiße. Okay, okay. 500k oder so mit beiden Packs zusammen. Das war's noch schon soweit von diesem Video. Ich komme nicht drauf klar, wie krank diese Top 100 Packs waren. Ich glaube, jeder hatte eine 99er drin. Die meisten sogar mehrere, die krass viel wert waren. Einige sind hier mit 7 Millionen Coins oder so rausgegangen. So viele Coins machst du sonst in einem halben Jahr durch Rewards. Einfach nur heftig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer neu auf dem Kanal ist, kann gerne unter dem Video abonnieren. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Bis dann und ciao.